Servus, Leute. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, ich weiß, ohne Intro, weil das jetzt eine Session ist und die mache ich jetzt quasi als Dungeon. Ich hätte jetzt kurz ausmachen können und Intro starten, aber da war ich jetzt zu faul dafür. So, Boot. Oh, mein Hals. Hätte mich jetzt fast an ein M&M verschluckt. Oh, willkommen! Dank dir konnte ich endlich mein Geschäft wieder eröffnen. Ich kann dir zwar nichts anbieten, aber mach es dir ruhig bequem. Natürlich kannst du dir auch ein Boot mieten. Lass es mich einfach wissen, wenn du willst. Natürlich wieder Herzen. Na, Frau? Eine Kanufahrt auf dem Fluss mit Begleitung kostet 20 Rubine. Ja. Also gut, steig ein. Alles klar. Also dann, gute Fahrt. Und wie sie winkt, was muss ich hier machen? Oh, Wasserflasche. Ich muss irgendwas einsammeln. Ich habe gelesen, dass hier die Steuerung generell recht bescheuert sein soll. Da. Ich muss das abknallen. Achso, es sind Laternen. Okay. Moment, da muss ich mich anständig hinsetzen. Ich weiß nicht, wie viel ich treffen muss, aber ich schieße einfach mal. Davon. Oh gut, ich habe getroffen. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Weiter kenne ich den Text nicht mehr. Da vorne ist eine, da rechts ist eine. Aber ich glaube, ich habe die linke Laterne verpasst. Ich hoffe, ich muss nur eine Be da ist sie. Der Wiimote geht das verdammt gut. Das war, glaube ich. Nee, doch nicht so hoch. So nicht, Meister. Boom. Nee, ist ja der Meisterschütze. Mit der Wiimote geht das echt gut. Ich weiß nicht, ob ich mit Controller besser wäre. Da oben ist was. Ungefähr so. Ich depp. Achso, ich verliere mein Zeug. Wenn ich wo dagegen stoße. Das ist blöd. Habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, ich muss einfach so herumfahren. Na gut, die Laterne muss ich jetzt links liegen lassen. Links liegen im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, das war viel zu hoch. Was? Der hat getroffen? Weg da! Oh, gut. Voll daneben geschossen. Ah, nicht gegen den Felsen. Ich verliere echt Dinger. Ich habe es nämlich gerade gesehen von 18 auf 17. Nein, nein, nein. Wow. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt brauche. Was das? Wie sieht's aus, Zora Frau? Habe ich bestanden? Ich hoffe, ich brauche nur 20 von denen. Sonst sieht es jetzt schlecht aus. Gut gemacht. Du hast auf deiner Abfahrt insgesamt 23 Punkte erzielt. Tja, tut mir leid, aber... Nein!
Verdammt. Ja, Vogel. Da weiß ich, dass ich den Wolf dafür brauche. Bist du ein Lebewchen oder ein Geist? Ein Geist. Oh. Bitte, Geld, Geld. Ja! Bitte noch mehr Geld. Baby. Nun zu dir. Jetzt werde ich dir die Seele rausreißen. Schön langsam und qualvoll. Bester Seele. Noch mehr Geld, bitte. Danke. Noch mehr Geld. Oh! Ich glaub's nicht. Noch mehr Geld. Ich gehe jetzt mit dem Wolf auf Schatzsuche. Nix. Baby, der Wolf ist eine Goldgrube. Ist zwar blöd, weil ich jetzt quasi im Voraus aufnehme und ich das eigentlich bei dem Projekt nicht wollte, aber. Pfeile, geil. Jetzt wieder Tag? Ja, es ist wieder Tag geworden. Warum ist da ein Weg nach rüber? Weil der Wolf nicht schwimmen kann, oder wie sieht das aus? Ja, ich kann da durchrennen. Nix. Nix. Mann. Ja. Ja, noch mehr Geld. Jetzt habe ich 38. Jetzt will mir immer noch ein bisschen. Oh Mann, ich wollte eigentlich in den Dungeon reingehen und dann kommen Dinge, die mich aufhalten. Vielleicht muss ich den Dungeons auf einen anderen Tag verschieben, aber das will ich eigentlich nicht. Und eigentlich wollte ich den Dungeon jetzt machen. Wie soll ich das jetzt anstellen? Ich weiß gar nicht, ob der Dungeon lange dauert. Ein Herz, danke. Nur Bares ist Wahres. Soll ich mit einem Herz? Oh. Oh. Soll ich 44? Ich versuch's noch mal. Ich kann es ja so machen, dass ich, falls ich in diesem Part noch nicht in den Dungeon kommen sollte, warum auch immer. Also sprich, wenn ich zu viel noch farmen muss, weil mir das nötige Zeug fehlt. Also sollte ich in diesem Part nicht mehr in den Dungeon kommen, dann werde ich mir das für nächstes Mal aufheben. Oh
Weil dann habe ich zwei Zelda-Parts. Ist zwar blöd, weil ich dann im Voraus aufgenommen habe, wobei ich das eigentlich gar nicht wollte, aber. Und ich wachse die ganze Zeit meinen Schwanz ein, weil er so schön glänzt und funkelt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich durch diesen Angriff auch. Ja, durch diesen Angriff bekomme ich auch was, aber schlechter. Einfach ins Gebüsch springen. Ich bin der Wolf aus dem Gebüsch. Wann frisst ein Wolf Grünzeug, hä? Oh, Kisten. Oh, und Double Money. Pfeile, danke. So, jetzt versuche ich das nochmal. Okay, 25 Punkte brauche ich. Das heißt, ich müsste alles treffen und gut ausweichen. Geld. Mann, nur Herz. Was fange ich mit Herzen an? Ja, diesmal versage ich nicht. Die Musik ist so schön herrlich entspannt. Zum Glück habe ich nichts, was ich verlieren kann. Da vorne. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Mit dem Kanu. Stirb, Laterne! Okay, sicherheitshalber so. Nicht dagegen fahren. Da. Ich will den da oben. Perfekt. Nicht so weit. Da oben. Warum ist die Brücke die zerstörte? Das war, glaube ich, zu niedrig. Ausweichen! Ausweichen! Ausweichen. Perfekt. Warum habe ich ein zweites Mal geschossen? Egal, Fun Fact. Das ist Fanservice so. Wow, nicht so. Nein, ausweichen, ausweichen. Nicht da dagegen. Scheißdreck. Wie soll ich da denn ausweichen? Gut, noch getroffen. Okay, ich wollte gerade sagen, auf die Vase muss ich wohl verzichten, aber ich habe sie trotzdem noch getroffen. Und da oben ist wichtig. Nach links und nach rechts. Nicht da dagegen. Nein. Ach, zu weit. Schwind ein Holz im Wasser. Ich wollte ausweichen, aber es ging nicht mehr. Ja, das ist nicht sehr einfach. Okay, das kommt weg, das kommt weg. Sehr schön. Jetzt nichts mehr berühren. Geil! Gespannt, was ich jetzt bekomme. Nichts mehr berühren. Kann immer noch verlieren. Ja, ob ich noch verlieren konnte, weiß ich nicht, aber egal. Ich habe genau 25.
gut gemacht. Gespannt, was ich bekomme. Du hast auf deiner Abfahrt insgesamt 25 Punkte erzielt. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste, der über 25 Punkte erreicht hat. Eigentlich na, genauso viel, aber egal. Und das hier ist der große Hauptgewinn. Maximale Bombentasche. Jetzt kannst du doppelt so viel Bomben tragen. Geil. Und auf welche Sorte du in diese Tasche bewahrst, okay. Bitte versuch es bald wieder. Hui, ich schwimme weg und mit meinen telepathischen Kräften ziehe ich das Boot hinter mir her. Zora Frau setzt Psychokinese ein. So. Ich sehe da oben das Tier. Oh, da bist du ja wieder. Oh, willst du etwa noch etwas, irgendetwas von mir? Dieses Spiel besteht darin, schnell das Ziel zu erreichen und dabei möglichst viele Luftballons kaputt zu machen. Du bekommst für Melonen 1 Punkt, für Orangen 3 Punkte und für Erdbeeren 10 Punkte. Ach ja, wenn du mehrere Ballons der gleichen Sorte hintereinander kaputt machst, bekommst du die doppelte Punktzahl. Wenn du mittendrin aufhörst, ist es egal, wie viele Punkte du vorher hattest. Das Ergebnis ist dann 0 Punkte. Neustart mit B. Wenn du mehr als 10.000 Punkte erreicht hast, bekommst du etwas. Aber das schaffst du eh nie. Also dann, sobald du abhebst, beginnt das Spiel. Es wird eine Spielfolge hier. Weil ich muss noch das hier machen. Bestenfalls klappt es und die Snowboardfahrt will ich noch machen. Falls ich das hier und die Snowboardfahrt in den Part reinpacke, dann werde ich in den Dungeon gehen und speichern, weil dann werde ich mir das mit dem Dungeon noch aufheben. Weil dann habe ich nur kurz in den Dungeon reingeguckt, ist ja ganz in Ordnung. Und dann werde ich den Dungeon eben in ein paar Tagen machen, also je nachdem, wie viele Parts ich hier jetzt dann sitze. Ist zwar blöd, weil ich den Dungeon sofort machen wollte, aber... So. Ho! So, 10.000 Punkte brauche ich. Das kann ja was werden. Es ist ähnlich wie Schlurps Sushi-Karussell. Nein, da wäre eins. Nein, das ist jetzt etwas schwer abzuschätzen. Ich glaube, ich sollte nachdenken, welche Frucht ich eher einsammeln soll, weil ich muss hier eher auf Combo bauen. Oh, da sind ganz nah auf Erdbeeren. Mist. Da ist eine Melone und eine Erdbeere. Ich glaube, ich hole mir die Erdbeere. Nee, da wäre Double Erdbeere gewesen. Fuck. Sind ein paar Orangen. Die sehen ganz... Im Ernst, die sehen mehr wie Kürbis aus. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Ah, da wäre ein Kürbis gewesen. Da ist eine Orange. Nicht eine Orange, eine Erdbeere. Nein, weich der Melone aus. Oh, Fruchtcocktail. Nein, ich hab's nicht erwischt. Ich habe nie im Leben 10.000 Punkte. Ah, oh, wie mies. 269 Punkte. Wenn du keine Lust hast, lass es lieber gleich. Unglaublich. Willst du nochmal? Nein. Ich glaube, das packe ich so gar nicht. Oh. Sieht schlecht aus, wenn ich das nicht
einfach so schaffe. So Schneeberge. Ja, nee. Was für ein fairer Startpunkt. Hoch, 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 hoch. So, Frage ist, was muss ich hier jetzt machen? Das war so just for fun wohl kaum. Hätte vielleicht snowboarden sollen, wo es noch tagsüber war. Nachts übersieht man weniger. Okay. Warum ist doch was, oder? Ja, Geld. Nein! Oh, ich starte neu so. Alles klar. Ich glaube nicht, dass ich einfach just for fun fahren muss. Ich muss bestimmt irgendwas erreichen. Die Frage ist nur, was? Wow. Ihr könnt mich mal, ekelhafte Eisfledermäuse. Stylisch. Oh, ich dachte, das kann ich über den Haufen fahren. Oh oh. Ausweichen! Ich wollte drüber springen. Das ist jetzt unfair. Oder? Ah, da hätte ich, glaube ich, links rüber gekommen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Und ich finde die Musik aus den Schneebergen auch herrlich. Boah, es wäre fast zu früh gewesen. So, da unten ist die Villa. Villa Kunterbunt. War, glaube ich, von Pippi Langstrumpf. Villa Schnattermund. Das war, glaube ich, von... wie hieß die Ente jetzt? Mimi? Also von Confetti TV. Ne, Gans war's. Genau, die Gans Mimi. Die irgendwie keiner kennt, bis auf mir. So. Dann warte ich jetzt mit mich jetzt nochmal rauf und dann fahre ich nochmal runter. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber. Weil Kirby Linkschwert hat geschrieben, ich muss die Fahrt zweimal machen. Vielleicht muss ich mit Wolf fahren. Nee. Ist unwahrscheinlich. So. Ich würde da gern links, nicht links nach oben können. Da nämlich. Bräuchte ich Skill und Glück. Oh, ich war drauf, Mann. Ja, toll. Ja, geil. Auch wenn du volle Kanne nach links lenkst. Ah, Mann. Steuerung. Die Steuerung hat mir jetzt gerade versaut. Ihr mich nicht. Ihr kriegt mich niemals lebend. Ich will versuchen, da jetzt geradeaus weiterzufahren. Ihr seht den Weg auf der Karte. Hui, durch den Baum. Und genau auf das Viech rauf. Diesmal fahre ich nicht in die Eisdinger. Das war, wow, stylisch, aber... So. Da jetzt links. Ne, es geht gar nicht.
Seltsam. Wobei die Musik sich jetzt, glaube ich, geändert hat. Vielleicht weil es Nacht geworden ist. Wäre ein Grund. Nee, jetzt ist wieder normale Musik. Ich bin verwirrt. Da will ich nach oben. Oh! Die Steuerung ist hier echt schlimm, aber nun gut, es ist Eis. Da kann ich das verstehen, dass die Steuerung hier nicht will. Oh ja! So, ich habe die Fahrt zweimal gemacht, aber hat nichts gebracht. Gemacht, gebracht, ahaha. Mich überlegen. Irgendwo konnte man doch rotes Elixier kaufen. War das hier? Ja, es ist Nacht geworden. Ich bin ja doch jetzt richtig, oder? Mein Gott, ich lasse mir erschreckend viel Zeit mit diesem Spiel. Na, ich bin falsch. Geld? Nee, natürlich nicht. Was tut mir jetzt? Juckt mir die Nase. Moment, da links ist ein Händler. Ernst, eigentlich wollte ich zu diesem Papagei, der dieses Elixier da verkauft. Bist du... So, ich dachte, du bist eingefroren. Ich dachte schon. Da geht's auch lang, oder? Da ist ein Felsen im Weg. Gut, dass ich hier nochmal nicht lang gegangen bin. Oh, Geld, danke. Und ein neuer Bereich. Ne, eine Abkürzung. Ah. Ja, Geld. Oh, noch mehr Geld, danke. Und noch mehr Geld und ein Loch. Hä? Bestimmt nicht umsonst da. Ja, keine Ahnung, wofür es gut ist, das Loch. Ich muss mich mal am Auge kratzen. Mein Auge juckt. Ich brauche ein bisschen Geld, das ist das Problem an der ganzen Sache. Was ist denn das da? Durchgucken? Was ist das? Ist auf jeden Fall ein Loch. Klingt nach Metall. Das ist dumm. Ich
Ja, keine Ahnung, was das ist. Aber zum Glück habe ich ja gute Leute, die wissen das. Die können mir es verraten. Außer natürlich, es ist Spoiler. Dann bitte nicht. Aber wenn es kein Spoiler ist, dann verratet mir bitte, was das ist. So, wo ist denn der Papagei jetzt? Weil ich will die Suppe durch das rote Elixier ersetzen. Weil das rote Elixier füllt, glaube ich, mehr auf als die Suppe. Ich meine, gut, die Suppe ist kostenlos, also... Das war falsch. Jetzt bin ich tatsächlich den Weg wieder zurückgegangen? Nee, bin ich nicht. Ich könnte da lang, aber es bringt mir nichts. Bringt das was? Toll, ich habe den Feuer angemacht, aber... Ah, in dieser Folge passiert irgendwie nichts. Ich glaube, ich werde den Dungeon doch auf nächstes Mal verschieben. Was anzünden. Eine Kerze, aber ob das klug ist? Ich will was mit dem Wolf reißen. Nö. Nein, in der Folge passiert nicht sonderlich viel. Die Leute werden einpennen, wenn sie das hier sehen. Kann ich gegen dich das blank ziehen? Ja, kann ich, aber bringt gar nichts. Geld. Geld ist immer gut. Hier war nichts. Wo ist denn dieser Papagei? Da links, oder? Da muss ich da durch. Ja, deswegen ja. So. So ist es schon viel besser. Nein. Lauter Gegner überall. So, hier bin ich, glaube ich, richtig. Wenn nicht, wäre das jetzt auch wieder blöd. Ich bin falsch. Mann, die Leute pennen weg, wenn sie es sehen. Weg, lass mich in Ruhe. So. Da war gar nichts. Gut, muss ich eben wieder gehen. Ich hoffe wirklich, dass ich das Feuer nicht brauche, sonst habe ich ein Problemchen. Ich
ging das? Wo muss ich hin? Ich glaube zwar, dass ich mich da auch hinwarpen kann, aber ich weiß es gerade nicht so genau. Also gehe ich lieber so zu Fuß. Oh, schnell. Feuer. Oh. Toll, meine Lampe ist fast leer. Waldschrein, ja. Waldschrein, nicht schreien. Wo ist denn dieser Papagei? Ich dachte, er verkauft hier irgendwo. Müsste er eigentlich hier irgendwo sein? Da rechts, oder? Ja, klar doch. Willkommen, kauf was, kauf was. Lampenöl 20. Lebenskraft 30. Füllt das alles auf? Ja. Okay, blöd nur, weil ich jetzt... Moment, ich könnte die Lampe zuerst füllen. Gut, dann saufe ich mal die beiden. Lecker Suppe. Yam, 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 yam. So. Ja, ich kann nur ein rotes Elixier füllen, das ist blöd. Acht Herzen, okay. Wo schmeiße ich das Geld rein? Geld einfach in die Kiste werfen, das waren 30. Ja, danke, Kerl. So, und hier Lampen. Ich glaube, der Vogel greift mich an, wenn ich ihm kein Geld gebe, sondern wenn ich einfach abhaue. So. Ja, danke, Kerl. So. Ist meine Lampe zumindest wieder voll. Kann ich den auch einfach so Geld reinschmeißen? Wahrscheinlich nicht. Danke, danke. Es sind noch ein paar Gebüsche. Ich meine, gut. Ich habe jetzt nicht mehr allzu lange Zeit. Leider. Ich wollte eigentlich in den Dungeon gehen, aber... Ich hätte mich doch besser vorbereiten sollen. Das habe ich jetzt davon. Hätte ich ahnen müssen, dass ich Bomben brauche. Natürlich hatte ich keine. Deswegen habe ich extra jetzt Bomben kaufen müssen. Naja, dafür geht's aber im nächsten Part. Ja, danke. Dafür geht's aber im nächsten Part Richtung Dungeon. Dann werde ich mich freuen. Gut, ich fahre mir jetzt noch ein bisschen Geld zusammen für rotes Elixier. Irgendwo ist ein Viech. Da. So. Und da wäre eine Truhe, aber es bringt nichts. So, eigentlich könnt ihr schon abschalten, weil in dem Part passiert nichts mehr. Ich werde jetzt nur mehr das Geld zusammen farmen, damit ich mir noch ein rotes Elixier holen kann. Und dann werde ich... ja, höchstwahrscheinlich den Part beenden. Ich könnte auch in diesen Hain da rechts gehen. Aber... Ich weiß nicht, ob das was bringt. Jetzt. Vielleicht sollte ich später reingehen. Mir fehlen noch... 11 Rubine. Oh Mann, jetzt kann ich nach 11 Rubinen suchen. 2 Folgen aufgenommen und
Nichts erreicht. Junge! So. Ich liebe diese Musik, habe ich das schon mal gesagt? Ja, schon 5000 Mal. Ich höre was. Und ich sehe was. Oh, da war ja was. Ich höre noch was. Mann, lass los. Du Viech, hör auf, die schöne Waldmusik, Waldtempelmusik zu vernichten. Die Strafe kill ich dich. So. War ich da oben überhaupt schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war ich noch nicht oben. Wenigstens ein klein bisschen entdecke ich hier in dem Spiel. Weil ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich will mir mit diesem Spiel Zeit lassen. Lass los. Ich habe zwar einen enormen Projektedruck im Nacken, aber bei dem Spiel ist es mir egal. Ups. Ja, ein blauer. Lass mich runter. Geil. Ganz schön dunkel hier. Da hinten ist er auch. Auf die schöne Melodie zu verkacken. Tschüss. Fall verschossen. Toll. Sind nur Spinnen, wenn die einen Pfeil aushalten, dann heiße ich Otto Wagner. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Namen komme. Den habe ich mir gerade ausgedacht. Ja! Nein! Oh, geil. Gut, dass mir Final das gesagt hat. Ich glaube, es war Final. Wenn es jetzt mir jemand anders gesagt hat und der sich jetzt in den Arsch gekniffen fühlt, dann sorry. Aber irgendjemand hat mir gesagt, dass man so an Items rankommt. Was sind das für ein Licht? Da sind überall Champignons drauf. Und auf diesen Champignons sind auch Dinge drauf. Achso, ich habe schon 32, das sehe ich jetzt erst, oh Mann. Aber gut, dann kann ich rausgehen, mir rotes Elixier holen und dann den Part beenden. Ein Gelber! Scheiße, Mann. Hör auf. Hol ihn dir! Ja! Das war mutwillige Zerstörung. Ein Blauer. Weg da. Wo ist er? Er ist weg. Nein. Verdammt. Naja, immerhin haben wir jetzt die schöne Waldmusik, Waldtempelmusik wieder gehört. Ich werde wahrscheinlich noch öfter hier zurückgehen, weil der Tempel ist einfach so der Hammer. So, jetzt werde ich erstmal die Laterne wegpacken und stattdessen stattdessen leeres Glas, damit ich rotes Elixier reinpacken kann. Habe ich Bomben? Ja, 7 Stück, perfekt. Gary,
willkommen. Kauf was, kauf was. Perfekt. Ich würde liebend gern testen, was passiert, wenn ich jetzt abhaue, aber ich bin kein Schuft. Im Gegenteil, ich gebe dir Trinkgeld hier. Oh, wie großzügig. Kein Ding. So, zwei rote Elixiere, ein paar Bomben und eine Fee. Ich bin jetzt für den nächsten Dungeon auf jeden Fall gerüstet. Danke, danke. Moment, darf ich mich vom Vogel verwandeln? Ja, natürlich. Ich darf mich nur vom Menschen nicht verwandeln. Was sagst du denn, wenn ich Wolf bin? Nicht den Vogel angreifen. Da steht man Tag für Tag im Laden und bekommt kein bisschen Anerkennung. Bestimmt hat der Chef als Kind auch keine Anerkennung bekommen. Ich glaube, mit dir habe ich schon mal geredet. So. Zurück wieder in den Dungeon. Ich glaube, jetzt sollte ich ganz gut ausgerüstet sein. Haut ab. Weil ich habe zwei rote Elixiere, ich habe eine Fee, ich habe Bomben. Und ich habe ich Pfeile? Ja, 12 Pfeile. Notfalls habe ich noch die Schleuder, alles klar. Und hier kann ich nichts gewinnen, zumindest noch nichts. Komm, jetzt schaffe ich es mit Skill. Ja, hat den Skill gesehen? Ja. Nur ein grüner. Huja! Ich hätte bestimmt da links gelangen gemusst. Verdammt, ich Trottel. Ich hätte jetzt bestimmt was bekommen können, was saugeil ist. Und ich hab's selbst verbockt. So ein Mist. Naja, kann man nichts machen. Falls da links was wäre, schreibt es mir. Und vor allem auch, was da ist. Also, nee, nicht was da ist. Sag mir einfach, ob da was ist und ob es wichtig wäre. Aber nicht, was es ist. Ich werde dann versuchen, da ranzukommen, aber ich kann nichts versprechen. Und ausweichen. War schön friedlich. Wie gesagt, ich wollte eigentlich den Dungeon machen, aber jetzt ist es schon 2 Uhr morgens. Ich meine, ich bin zwar noch nicht müde, aber... Soll ich den Dungeon auf nächstes Mal verschieben? Obwohl, wer weiß, wie das Wetter in den nächsten paar Tagen wird. Denn wenn das Wetter genauso bescheuert wird wie in den letzten paar Tagen jetzt, dann kann ich nichts aufnehmen, weil dann mein Gemütszustand dann wieder derbst am Arsch ist. Aber ich habe ja schon das Feedback bekommen, dass ich nicht wirklich aufnehmen muss. Ja gut, eigentlich muss ich es sowieso nicht, weil das ist kein Zwang, aber ich wollte bei diesem Projekt eigentlich jeden Tag was aufnehmen. Aber ich will mich ja auch nicht abquälen. Deswegen schauen wir mal. Ich werde schauen, wenn jetzt die nächsten paar Tage schönes Wetter ist, also genauso wie jetzt, dann werde ich auf jeden Fall weiter aufnehmen. Und dann werde ich diesen Dungeon hier im Stück machen. Zumindest habe ich schon ein bisschen hier mich umgesehen. Maussack? Wie komme ich auf Maus? Ja, wahrscheinlich wegen der Feder, wegen dieser... Okay, da oben geht's auch weiter, das sehe ich jetzt schon. So. Ja gut, haben wir ein bisschen Sidequests oder wie man das nennt, betrieben. Dann würde ich sagen, das war The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim nächsten Mal werde ich mich hier genauer im Dungeon umgucken, denn ich glaube, ich habe jetzt alles, denn jetzt kann ich mich mit diesen Bomben durch diese Eisplatte, die ich da gesehen habe, durchbomben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.